So Leute, was geht? Bruce geht raus auf dem Weg zu Master Gaming. Jetzt könnte es ein bisschen laut werden hier. Ich bin leider verspätet und natürlich wieder alles vergessen. Kein Mikrofon mit, film einfach nur mit dem Handy. War alles ein bisschen stressig und mal sehen, ob das überhaupt was wird, aber... shit, Digga. Ich freue mich auf jeden Fall auf ihn und werde den Spiel abkaufen, dies und das. Ich nehme euch mit. Bis gleich. Ciao, ciao. So, Marci, such mal was aus zum Craten hier. Gucken wir mal, was wir finden. Aber mal schauen, was wir finden. Guck mal, wir haben jetzt einen Switch gefunden, aber schaut mal. Ist zwar neu, aber... Es würde mich schon interessieren, ob es eine 10 oder eine 20 wird. Also ich glaube, das wird gar nichts. Null. Uncirculated. Hier ist ein Uncirculated Karton mit Wonder Woman. Aber ist das ein Spiel oder ist das ein... Wo willst du denn eigentlich schauen? Bei PlayStation jetzt oder? Wo ist es hier? PlayStation 4 da vorne? Ja, Switch. Switch habe ich fast alles gekauft. Vor allem erstmal... Hallo. Wir haben uns heute mal spontan hier getroffen. Haben natürlich Spiele ausgetauscht. Genau, wir gehen gleich auch noch was essen. Und schön was essen, genau, ein bisschen Smalltalk betreiben. Und hier war zufällig ein Mediamarkt, deswegen gehen wir kurz rein und gucken, was wir finden. Und jetzt stehen wir bei PlayStation. Ist hier so ein Licht hier, dieses zum Hinhängen, oder? Nee, das ist eine Konsole. Ich habe gedacht, das ist ein Licht hier mit Drückern. Alles klar. Boah, sieht aber nicht so gut aus, ey. Ich bin wirklich hart am Überlegen, ob ich mir hier... Cyberpunk? Ja, oder so. Die Sache ist, die sind alle in diesem Shrinkwrap drin. Und mein erster Cyberpunk war nicht von mit Shrinkwrap, das war ja, so. Ja, ja. Und ich glaube, ich bin fest überzeugt, dass die alle resealed sind. Wie sieht denn das eigentlich aus? Was sagst du? Was denkst du, gibt's das oft gecradet? Also ich war eine, glaube ich, einer der ersten, der Cyberpunk gecradet hatte. Aber... Ich weiß nicht. Also es haben genug Leute hingeschickt, das weiß ich. Ja. Frage ja. Ist nur, ob sie es halt verkaufen wollen, ne? Ja. Das ist halt die Sache, ne? Aber was cool ist, ich glaube auch so Sportspiele, so wie NBA und so, ja, könnte interessant sein, weil die kosten auch nicht mehr viel. Es kam vor 3 Tagen NBA 22 raus. Ja. Und dadurch fallen natürlich die alten Spiele vom Wert. Ja. Aber wer Sportspiele mag, ey, da gehen Sportspiele schon teuer weg, ne? Also auf jeden Fall. Von Mario gesehen. Die sind schon gut teuer. Also dieses Spider-Man Miles Morales habe ich noch liegen gelassen. Miles Morales würde ich auf jeden Fall einsenden. Hast du PS5 oder PS4? Das Jedi habe ich auch noch. Dieses Fallen Order. Hast du PS5 Spider-Man oder hast ich du hab, PS5? Ich habe PS5. PS5 habe ich. Ja, ist ja trotzdem cool. Die habe ich zum Beispiel. Ganz coole Sache. Das ist ein Formel-1-Spiel, aber was daran interessant ist, Lewis Hamilton und Vettel einmal bei Best, also so richtig geil. Mhm. Aber Vettel hat noch den Ferrari-Anzug an. Ja, stimmt. Der fällt ja nur noch bei Aston Martin jetzt. Ja, das ist eigentlich geil. Das war's ja. Danach gibt es nichts mehr. Die habe ich mir auch gekauft, einfach weil ich es cool finde. Ich mag Formel 1, ich gucke mir das gerne mal sonntags an. Ja, deswegen habe ich mir das geholt. Das waren noch Zeiten mit Michael Schumacher. Ja, die F1 2020 gibt es für Michael Schumacher auch drauf. Ja? Ja. Gibt es für Michael Schumacher drauf. Das hier habe ich auch noch, aber auch für die Fünfer. Habe ich mir nicht angeguckt. Ich habe eh selten jetzt irgendwas auf dem Schirm, weil nichts Cooles rauskommt. Also ich stöber manchmal einfach nur und finde immer was Neues zum Beispiel. Hier auch das Steelbook hier, ja, das ja, Sport, ja, habe ich mir geholt, auch für 12,99. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Handball, go. Naja, Leute, mal sehen, ob wir noch was einpacken werden. Wenn nicht, zeigen wir es euch dann auf jeden Fall noch am Ende, wenn wir was kaufen und wir machen noch gleich ein bisschen Essen, ein bisschen Quatschen und alles und... Bis gleich. Ja, wir sind jetzt fertig mit aus dem Mediamarkt. Wir haben jetzt ein paar Sachen gefunden, die wir ausgebeutet haben, beziehungsweise gefunden haben. Hier ist ein bisschen laut, wir sitzen hier einfach auf dem Parkplatz und drehen das Video spontan. Ja, also ich habe nichts Wildes gefunden. Ich habe nur eine Amiibo-Figur gefunden von Animal Crossing, war runtergesetzt auf 6,99 €. Ich habe ja auch so ein bisschen Amiibo. Jetzt, und dann habe ich noch ein Xbox 360-Spiel gefunden, Guitar Hero 2, vielleicht kennt es jemand, war auch für 4,99 € runtergesetzt und es war original, verschweißt noch. Und ja, was hast du denn gefunden? Ich habe mir einen PlayStation 5 Controller, den in Weinrot geholt, den wollte ich schon immer, der passt nämlich perfekt in mein Gaming-Zimmer. Aber der ist so matt, der ist nicht so glänzend, der ist so matt, ja, das sieht so, richtig edel aus. So ein bisschen matt ist der, ja, auf jeden Fall. Und dann diesen Nintendo Switch. Aber komm, wir halten den einfach mal in die Kamera. Geil. Ja. Auf jeden Fall, hier ist das gute Schmuckstück.
Ja, hat so einen Rainbow-Effekt da vorne. Das heißt, der Controller ist auch durchsichtig. Also sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Habe ich auch noch nicht gecradet gesehen beispielsweise. Und hier nochmal der PlayStation 5 Controller. In dem ich schön, jetzt schön mit meiner Nase, schön vor der Kamera. Ja. Hier ist der PlayStation 5. Ja, mal sehen. Aber ich denke, den Sieht aber sehr schön aus. Also den werde ich auf jeden Fall auspacken. Ja. Aber ich denke, den hier werde ich vielleicht irgendwann mal craden lassen. Den würde ich auf jeden Fall craden. Ich habe den noch nicht gesehen. Der sieht auch sehr edel aus. Die Oberfläche ist ja wirklich mega. Du kannst ihn mal umdrehen. Dann siehst du das, dass der hier durchsichtig ist. Ja, hier Leute. Ja, das ist halt auch ganz geil. Hier an der Seite habt ihr noch ein schönes Bild. Ja. Ja, mega. Aber die Ausbeute war jetzt nicht so besonders. Also ich habe jetzt nicht so viel Mediamarkt gesehen, was jetzt... Nee, aber das ist auch ein sehr kleiner Mediamarkt. Also das ist vergleichsweise weniger. In Frankfurt hast du ein ganzes Stockwerk nur mit PlayStation und PC Zeug. Ja. Aber hier, das war ja nur eine ganz kleine Abteilung. Aber ja, hat trotzdem was gefunden. Ne? Ja, also, es war ja auch spontan jetzt gewesen. War ja jetzt einfach spontan. Ja. Also ich bin hier das erste Mal. Ja, ich war noch nie. Ich war vor einem halben Jahr oder vor ein paar Monaten war ich mal da aus dem Urlaub spontan zurück. Und da habe ich mal hier gestoppt. Aber ja, jetzt gehen wir gleich noch was futtern. Pizza essen steht an und eine Runde, auf jeden Fall. Und eine Runde Düsen hier. Alter Schwede, was hier abgeht. Ey, ist natürlich auch der perfekte Standort, einfach an der Straße zu filmen, aber was ich heute schon gesehen habe, ist einfach wieder absolut lustig gewesen. Ja. Nee, aber was soll ich sagen, es gibt noch ein kleines Spritztor jetzt hier, ne? Ja, die machen wir jetzt auf jeden Fall noch. Ein bisschen V8 ballern und... V8 ist die Macht. Hinter uns ist Polizei. Hinter uns ist Polizei, schön. Nice. Ich kann es euch mal kurz zeigen hier. Wir haben einen schönen Tag. Geil. Boah, wir wollen jetzt erstmal was essen, wir zwei. Ja. Richtig schön Pizza. Also ich bin voll. Ey, jetzt guter Magen. Sassig Pizza. Ich kenne den Namen nicht, aber da war auf jeden Fall. Also ich hatte Oma. Das weiß ich noch. Ja, genau. Ich hatte mit Dönerfleisch und Weichkäse und Jalapenos. Vor allem, man sieht es auch immer in Kessel. Oh ja. nee, war ein schöner Tag. Vor allem, ich habe gar nicht gesagt, dass ich überhaupt eine Bata von dir abgeluchst habe. Also genau. Wir haben eine getauscht. Wir haben was getauscht. Ich habe eine VGA bekommen. Der Chris hat eine Bata bekommen, mein Mario. Ja. Wir haben das relativ spontan entschieden eigentlich. Also, wann haben wir das ausgemacht? Vor vier Tagen haben wir das ausgemacht. Und dann haben wir uns schnell dafür entschlossen. Und, also ich bin auf jeden Fall 2 Stunden hierher gefahren. Und jetzt ist es schon hier dunkel, wie man sehen kann. Ja. Für mich geht es jetzt auch nochmal 1 Stunde zurück und ich denke, wir sehen uns öfters. Also auf jeden Fall. Das hat mega viel Spaß gemacht. Wir müssen auf jeden Fall viel mehr Auto-Content machen. Also da meinst du? Ja, auf jeden Fall müssen wir viel mehr Auto-Content machen. Abend. Ja. Kommt noch. Ja. Also, das seht ihr dann aber check gerne Chris ab. Also wie gesagt, er hat auch coole VGAs, das kann ich schon mal sagen. Und er kriegt auch coole Sachen zurück. Und ja, hat er mir ein bisschen erzählt und das ist auf jeden Fall sehenswert. Also, Wird noch mehr kommen. Ja. Wir machen jetzt auf jeden Fall los. Wir haben jetzt noch 2 Stunden bis nach Hause. Genau, schon dunkel. Ich mag es gar nicht so im Dunkeln zu fahren. Aber mir gehört eigentlich an, dass ich Kontaktlinsen habe. Das ist das. Ach stimmt, du hast eigentlich schon Brille, ne? Ja, ja, aber ich trage Kontaktlinsen schon seit 6-7 Jahren locker. Ich hasse Brillen. So Leute, wir zwei sind raus. Also schaltet bei Marcy Gaming ein. Ciao.